Hallo ihr Lieben! So, heute steht Update Nummer 6 an. Ich bin jetzt wirklich schon 6 Monate hier, sogar schon länger, weil ich ein bisschen spät dran bin mit dem Video. Also schon fast 6,5 Monate, das ist einfach unglaublich. Ja, wie immer erzähle ich euch so ein bisschen über meinen letzten Monat, was ich so gemacht habe, was ich erlebt habe. Ja, letztes Mal war das dann ja Mitte Dezember, dass ich das Update Nummer 5 Video gedreht habe. Und kurz danach kam dann ja Weihnachten und ich habe euch ja im letzten Video erzählt, dass meine Mama mich da besucht hat. Zu Weihnachten war sie dann ja auch noch da und da haben wir gemacht am 24., das ist ja bei uns Deutschland, das richtige Weihnachten würde ich sagen, da sind wir einfach zum Strand gegangen, haben da gefrühstückt und waren eigentlich so den ganzen Tag am Strand, weil es nicht so heiß war, ein bisschen bewölkt, das war ganz schön und dann sind wir abends nach Hause, haben Pizza gebacken. Richtig das typische Weihnachtsessen, nicht? Und ja, haben die gegessen, Geschenke ausgetauscht, noch einen Film geguckt, also alles ganz gemütlich und entspannt. Und am 25. ist ja hier das richtige Weihnachten so und da habe ich uns vorher zu so einem veganen Christmas Lunch angemeldet. Da sind wir dann hingefahren und da gab es ein leckeres Buffet und da waren wir auch fast den ganzen Tag und haben so viel gegessen, das war richtig lecker. Und ja, das war so unser Weihnachten. Das war echt schön. Und ja, eigentlich sollte sie ja nur 3 Wochen hier bleiben. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe im letzten Video, aber ihr hat es so gut gefallen, dass sie dann letztendlich fast 7 Wochen hier geblieben ist. Ich habe sie heute erst zum Flughafen gebracht. Heute Morgen um 4 sind wir los. Ich glaube, meine Gastfamilie kommt gleich wieder. Mal gucken, ob die Kinder gleich ins Zimmer kommen. Ja, ich habe sie zum Flughafen gebracht. Ist jetzt ganz ungewohnt so ohne sie, weil wir 7 Wochen echt jeden Tag was zusammen gemacht haben. Und ich glaube, so viel Zeit haben wir eigentlich noch nie miteinander verbracht. Weil klar, zu Hause haben wir zusammen gewohnt und so, aber dann macht man ja nicht jeden Tag was und so. Also es ist voll ungewohnt jetzt. Aber ich werde drüber hinwegkommen, denke ich. So, und ja genau, sie war dann halt ja noch hier bis heute Nacht und wir waren total viel am Strand, sind viel essen gegangen. Hier gibt es ja so viele leckere Restaurants und Cafés und so. Dann waren wir auf Rottnest Island, das ist so eine coole Insel hier. Da habe ich auch einen Vlog zugedreht. Den könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, den habe ich schon hochgeladen. Dann waren wir auch auf Penguin Island, da haben wir so kleine Pinguine gesehen, die waren so süß. Das ist, also... Ich wusste es vorher auch nicht, dass es Pinguine in Australien gibt. Dachte man nur am Nordpol oder so, aber das ist auch eine der wenigsten Stellen hier in USA oder allgemein in Australien, glaube ich, wo man Pinguine sehen kann. Das war ganz witzig. Und ja, einmal waren wir auch schnorcheln, beziehungsweise nur ich habe geschnorchelt, haben wir am Strand gelegen. Und das war so cool, also wirklich, ich habe das vorher noch nie so wirklich gemacht und oh, ich habe so tolle Sachen gesehen und das war direkt hier bei mir an meinem Standardstrand sozusagen, so 4 Kilometer von meinem Haus. Und oh, das war so cool, man taucht in so eine völlig neue Welt ein irgendwie, also ich habe so groß ist das jetzt nicht, aber große Fische gesehen, kleine und total bunt und dann habe ich sogar so einen Tintenfisch gesehen mit so 8 Tentakeln. Den fand ich ein bisschen gruselig. Dann so große, nicht Schnecken, sondern Muscheln. Und ja, ganz viele verschiedene Fische und so. Und dann lila, dieses Riff, das war so lila manchmal. Und diese Pflanzen alle und blaue Seesterne und so. Also ich war so fasziniert. Ich überlege jetzt auch, ob ich meinen Tauchschein vielleicht noch machen soll, weil ich das echt so cool fand. Mal schauen. Dann... Ach ja, ich habe ja gerade von Weihnachten erzählt, vielleicht sollte ich dann noch von Silvester erzählen. Da war ich einfach mit einer Freundin in einer Bar, mit Freunden von ihr. Und ja, war nichts Besonderes, aber war ganz witzig. Und es war aber richtig komisch, die Bar hat, glaube ich, wann war das? Um 1:30 oder so zugemacht. Also ich wusste das vorher schon, das zu früh zu machen, aber ich war echt so, weil in Deutschland feiert man zu Silvester, also gerade Silvester ja so bis 6 durch oder so. Und da, nö, haben die einfach mal um 1:30 zugemacht. Das war etwas strange, aber hier machen die das wohl so. Und dann war ich noch auf ein paar veganen Picknicks, die hier so waren. Das war auch immer schön. Meistens war das so am Strand, es waren nur 2, glaube ich, oder 3, so am Strand mit Sonnenuntergang anschauen. Ne, es waren 3, ja.
Ja, wie immer musste ich meine Kamera leider erstmal wieder etwas abkühlen lassen. Aber ich war gerade bei den Picknicks und die waren halt immer so am Strand und haben mir den Sonnenuntergang angeschaut. Das war immer richtig schön. Und das habe ich mit Mama auch ganz oft gemacht, dass wir, wenn ich gearbeitet habe, nach der Arbeit noch zum Strand gefahren sind und uns entweder da was zu essen gekauft haben und da den Sonnenuntergang angeguckt haben oder schon vorher was gemacht haben zu Hause und das dann mitgenommen und so. Also ich habe ja immer nur bis 4 gearbeitet und dann waren wir noch erst am Strand baden und so und dann Sonnenuntergang anschauen und so. Das war auch immer echt schön. Lass mal hier auf eine schlaue Liste gucken. Ach ja, genau, das gehört eigentlich noch zu Weihnachten und zwar habe ich noch 2 Päckchen bekommen. Das waren hier meine Highlights des Monats. Das war eins von meinen Freundinnen aus Deutschland, da habe ich mich so gefreut. Und es war auch ihnen ganz wichtig, dass sie im Video erwähnt werden. Also 1000 Küsse an euch, vielen, vielen Dank. Ich habe mich echt so gefreut. Also waren ganz tolle, ganz viele tolle Sachen drin. Zum Beispiel ein gerahmtes Bild von uns allen und diese Armbänder. Und meine Lieblingsmarmelade und ein Riegel und ein Schutzengel, der da hängt. Könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Und ja, ganz viele tolle Sachen einfach. Und dann habe ich noch eins von meiner amerikanischen Gastfamilie bekommen, weil ich damals Austauschschülerin war. Die haben mir auch was geschickt, das fand ich auch so süß. So eine schöne Bluse. Die ist echt voll schön. Ich kann sie euch nochmal zeigen. Moment. Oh, jetzt finde ich sie natürlich nicht. Doch, hier. Uff. Ist sie auch noch verkehrt. So, ich habe es geschafft, sie richtig rumzumachen. Das ist sie. Passt voll gut nach Australien, finde ich. Und dann habe ich noch so einen Handdesinfektionskram bekommen, weil meins geklaut wurde, glaube ich. Ich hab das immer so am Rucksack. Wow. Ich war auch fast umgefallen. Sorry. So. Hier in meinem Rucksack so ein Ding, wo so ein Handdesinfektionskram drin ist. Das kriegt man, glaube ich, nur in Amerika. Und es war auf einmal weg und dann haben sie mir ein neues geschickt. Und noch eine Karte oder so. Und, ach ja, genau, Ohrringe. Und ja, da habe ich mich ja auch sehr gefreut natürlich. Mal hier auf meine Liste gucken. Ja, hier auf der Rückseite ist ein Rezept für Vollkornbrot, sehe ich gerade. Aber auch, wie auch immer. Ach ja, dann mein Handy ist noch kaputt gegangen, muss ich mir ein neues Handy kaufen. Ich habe jetzt ein iPhone 5S, habe ich hier Gebrauch gekauft und das ist echt richtig gut. Freue ich mich drüber. Und jetzt mal wieder alles kreuz und quer geschrieben, deshalb sorry für meine Planlosigkeit, aber ich glaube, ich habe alles. Ach ja, dann habe ich noch aufgeschrieben, dass ich mich noch von 2 Au-pairs hier verabschieden musste, weil das von 2 Freundinnen von mir sozusagen. Ja, da musste ich mich noch von 2 Au-pairs verabschieden, also 2 Freundinnen von mir, die sind jetzt zum Reisen losgegangen. Sie reisen jetzt noch ein bisschen rum und dann gehen sie los, dann fliegen sie zurück nach Deutschland bzw. Österreich. Und ja. Ach ja, ich selber bin ja selber nicht mehr so lange her. Und zwar bin ich heute noch eine Woche hier, dann bin ich fertig mit Au-pair. Ich habe letztes Mal Flug nach Tasmanien gebucht. Ich werde versuchen, da Farmwork zu bekommen. Ich habe dann ein Working Hostel. Und wenn man da halt hingeht und da wohnt, dann können wir ein Farmwork besorgen und ich gehe nach Tasmanien zum Farmwork suchen, weil es da nicht so warm ist. Hier sind es ja so 40 Grad manchmal und so heißer ist in Tasmanien halt nicht. Da sind eher so 25 Grad oder ich habe jetzt heute mal das Wetter gecheckt, weil ich ja bald hinfliege. Da sind jetzt nur diese Woche so 21, 22 mit Regen. Ist jetzt auch gar nicht mehr so geil, aber schon okay und ich hoffe, dass ich da halt Farmwork finde und dann mein Second Year Visa bekommen kann. Ich werde da auf jeden Fall geupdatet halten, gucken, wie es alles so wird, weil ich weiß echt nicht, ob ich das durchhalte. 88 Tage Farmwork, ich stelle mir das so hart vor. Ja, also mal schauen, ob ich es durchhalte. Ich stelle es mir wirklich ziemlich hart vor. Aber wenigstens ist es nicht so heiß. Und erstmal muss ich auch einen Job finden, weil ich habe nämlich noch gar keinen Job. Aber mal schauen, wie das alles so wird. Ich werde ein paar Videos drehen, denke ich. Ich hoffe, ich habe gut genuges
Ich hoffe, das Internet ist gut genug, um die Videos hochzuladen. Ihr werdet sehen. Und ja, das war jetzt mein letztes Au-pair-Update-Video. Was war das? Ist ein bisschen traurig, aber ich freue mich auch, was Neues zu machen, auch wenn ich ehrlich gesagt ziemlich Angst habe vor Tasmanien, weil ich keine Ahnung habe, was da auf mich zukommt. Aber immer positiv denken, das ist meine Devise, mein Motto. Und ja, deshalb werde ich positiv denken und hoffe, dass es alles wird und dann wird es auch. Und ja, ich werde nochmal nächste Woche oder so ein Video allgemein über das Au-pair-Dasein drehen, also so eine Review oder keine Ahnung, wie gesagt, Au-pair-Fazit könnte man vielleicht sagen oder irgendwie sowas, wo ich alles nochmal so, ja, so ein Fazit über meine 6,5 Monate hier in Perth als Au-pair ziehen werde. Keine Ahnung, ich kann kein Deutsch mehr. Wie auch immer, das Video, das ist ziemlich lang geworden, also wenn ihr es echt geschafft habt, das bis zum Ende anzugucken, vielen Dank an euch. Und ja, ich hoffe, ich habe alles abgehakt von meiner Liste. Ich habe alles erzählt, das war wie gesagt mein letztes Video, das habe ich jetzt auch schon 5-mal gesagt, glaube ich. Und ja, dann sehen wir uns wie immer beim nächsten Mal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie unten rein, dann kann ich sie vielleicht noch im nächsten Fazitvideo. Oh, meine Kamera geht die ganze Zeit aus, weil es so heiß ist. Sorry für die vielen Cuts, aber ich war ja schon fast fertig, war ja nicht jetzt ganz schnell. Also Fragen, dann könnt ihr sie unten reinschreiben, dann kann ich sie noch beantworten. Meine Haare sind mittlerweile auch schon fast trocken. Es hat so lange gedauert, dieses Video zu drehen, weil ich halt die ganze Zeit meine Kamera abkühlen musste und so. Aber ja, ich erzähle schon wieder. Ich wollte ja alles ganz kurz machen. Und zwar muss ich jetzt auch los. Ich treffe mich mit Chanel zum Indoor-Climbing. Freue mich schon drauf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank fürs Angucken.